Dies ist das Buch Heimat der Deutsch-Amerikanerin Nora Krug. Nora Krug ist Professorin für Illustration und lebt seit 2002 in den USA. Dort ist sie verheiratet mit einem amerikanischen Juden und diese Partnerschaft hat sie bewogen, noch einmal tiefer in ihre eigene Familiengeschichte einzusteigen. Sie hat die Familie ihrer Mutter unter die Lupe genommen, ist dort auf Spurensuche gegangen, das ist immer in diesen Grüntönen gehalten, und auch in der Familie ihres Vaters. Damit man nicht den Überblick verliert innerhalb dieses sehr, ja, bewegten Buches, merkt man sofort, wo man ist anhand der Farben. Hier sind wir also wieder in der Geschichte der Mutter und auf einer anderen Seite sind wir in der Geschichte des Vaters. Muss ich gerade mal suchen. Ja, hier zum Beispiel. Und sie mischt Originaldokumente mit Comic. Es ist dadurch so lebendig und es macht so viel, ja, es ist so abwechslungsreich, es zu lesen und man kann wirklich jeden Schritt mitgehen. Hier war sie beispielsweise auf Flohmärkten unterwegs, das war auch Bestandteil ihrer Recherche und hat dort alles gekauft, daneben ist immer der Preis verzeichnet, Zertifikat der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft 25 Cent. Ja, alles, was Dinge, derer sie habhaft werden konnte, die aus der Nazizeit stammten. Und dadurch bekommen wir auch als Leser so ein Gefühl dafür. Sie hat dann auch Fotoalben dort erstanden. Und wir bekommen ein Gefühl dafür, wie war das Lebensgefühl in der Zeit? Wie haben sich die Menschen darstellen wollen? Wie haben sie sich selber gesehen, besonders anhand dieser Fotos? Was haben sie aufgehoben? Und ja, sie arbeitet mit Fotos, Landschaftsfotos, um Gefühle zu transportieren. Hier zum Beispiel, das hat mich besonders angerührt, dieses Foto, denn es erinnert mich so sehr an mein eigenes Bild auf meiner Homepage, wo es um das Kriegsenkel-Puzzlestück geht. Und Nora Krug ist selber Kriegsenkelin. Sie ist 1977 geboren, hat Eltern, die 1946 geboren wurden, also gerade noch zur Generation der Kriegskinder gehören und eben durch diesen Zweiten Weltkrieg massiv beeinflusst wurden, in dem, wie sie aufwuchsen. Nora Krug steigt tief ein, fordert dann irgendwann die Entnazifizierungsakte ihres Großvaters an und die ganze Familie überlebt dabei, überlebt, erlebt dabei eine ja doch recht große Überraschung. Das Buch hat den Vorzug, überhaupt nicht sentimental zu sein. Und es ist eine große Gratwanderung, die Nora Krug da bravourös hingelegt hat und die ihr sehr, sehr gelungen ist für mein Empfinden. Denn sie schreibt teilweise sehr poetisch, sehr nachdenklich. Es ist auch eine Weitreise nach innen, aber sie ist rutscht nie in eine platte Sentimentalität ab. Und das tut diesem Buch ausgesprochen gut. Etwas, was mir toll gefällt, ist noch zwischendurch, ist immer etwas eingestreut, das nennt sich aus dem Notizbuch einer heimwehkranken Auswandererin. Und mit solch einer Seite, nämlich mit dem achten deutschen Ding, dem Uhu, endet dann auch dieses Buch mit dem Satz: Obwohl Uhu der stärkste Kleber ist, den es gibt, kann er Bruchstellen nicht verdecken. Das Buch ist bei Penguin erschienen und es gibt es nicht nur im Hardcover, sondern inzwischen auch als Taschenbuch. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, der selber auch mal in die Recherche nochmal der eigenen Familiengeschichte einsteigen möchte. Und es motiviert ungemein.